Carbon Mobile stellt ein neues Gerät vor. Name ist Programm. Wir sagen euch, was das neue Smartphone aus Carbon wirklich drauf hat. Ja, hi, ich bin Stefan von Brodus. Und ich bin Markus auch von Brodus. Markus, bin gespannt, was du heute dabei hast. Es ist ein neues Smartphone von Carbon Mobile. Carbon Mobile, ja, ist jetzt irgendwie nicht so wirklich geläufig. Was ist denn Carbon Mobile? Carbon Mobile ist ein Startup-Unternehmen aus Berlin, die sich Gedanken gemacht haben, was gibt es denn an Innovationen oder was kann man denn an Innovationen beim Mobiltelefon noch bringen? Ja, und das kam dabei raus. Also Name ist Programm, ja. Also ein Smartphone aus Carbon. Richtig, ja. Und ich habe eigentlich jetzt ganz sicher gedacht, dass das ein Dummy ist, was du mir da hingelegt hast oder irgendwie eine leere Hülle, aber es ist tatsächlich das fertige Telefon. Es ist wirklich federleicht. Ja. Was ist das? Das sind ja knapp über 100 Gramm mehr. Kannst 125 Gramm und es ist auch unglaublich dünn. Ja, also wenn wir da schon mal drüber sprechen. Ja, also man sieht es hier. Ich halte es nochmal in die Kamera. Also es sind tatsächlich, ich würde mal sagen, guter halber Zentimeter. Was ist es tatsächlich? 6,3 Millimeter. Millimeter, ja. Ja, Wahnsinn. Okay, also das ist wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Also federleicht, ja. Und von der Verarbeitung auch ganz cool. Auf der Rückseite sieht man hier das Carbon auch nochmal beleuchtet. Jetzt ist allerdings auffällig Dual-Kamera nur. Sonst hat man doch bei Flaggschiff-Produkten eher irgendwie Quad-Kameras heute. Was kannst du mir dazu sagen? Ja, also die Kamera, die ist jetzt auf der Hinterseite 16 Megapixel. Das ist jetzt, ich sag mal, nicht unbedingt ein Fotohandy. Ja, okay, also jetzt gut, also war wahrscheinlich nicht irgendwie eine größere Kamera einzubauen, sonst wäre es zu schwer gewesen. Aber also 16 Megapixel. 16 Megapixel, ja. Gut, das ist jetzt nicht so richtig der Knaller. Bin ich mal gespannt, wie ihr das kommentiert. Weil ansonsten ist ja irgendwie 48 und mehr durchaus gängig. Ja. Auf der Frontseite sehe ich auch eine Kamera. Was ist mit der? Die hat 20 Megapixel. Das heißt, die Selfie-Kamera ist besser ausgestattet als die Hauptkamera. Genau. Okay. Also das heißt, dann können wir gerne mal gucken, ob Selfie. Und bist du scharf? muss deine Frau beurteilen, genau. Super. Also insofern ist die Selfie-Kamera, das hat man auch selten mit mehr Megapixel ausgestattet als die Hauptkamera. Gewicht, dann drängt sich eigentlich gleich der Verdacht auf, dass das irgendwie mit dem Akku dann ein bisschen schwierig ist. Was ist denn für ein Akku an Bord? Da ist ein 3000 mAh Akku drin, der ist, ja, ich sag mal, eher unterdurchschnittlicher Dimension als normal. Okay, und angetrieben wird es von welchem Chipset? MediaTek P90 und Android 10 ist on board. Okay, also und dann jetzt aber wahrscheinlich auch auf Android 11 upgradebar demnächst. Soll in Q2 kommen. Okay, also insofern dann zumindest schon State of the Art. Beim Display, muss ich sagen, ist ein, auch schaut nach, 6 Zoll? 6 Zoll, genau, ja. 6 Zoll Display an. Rahmen ist schon noch relativ üppig, aber es ist wirklich beeindruckend von der Verarbeitung. Man sieht hier jetzt, ich habe nochmal hochkant, hier ist ein Fingerprint an der Seite auch. Ja. Und ich habe gelesen, dass nur 5% Plastik verbaut wurde. Der Rest ist wirklich Carbon. Carbon, ja. Und Carbon ist ja recycelbar zu 100%. Das heißt, es ist eigentlich auch ein sehr nachhaltiges Telefon, muss man sagen. Okay. Naja, und natürlich auch ein super hochwertiger Werkstoff, weil wird ja im teuren Fahrzeugbau, Mountainbikes, Rennräder, da glaube ich, kennt man es auch her, tatsächlich verwendet. Und da sind die Carbon-Fahrräder, das weiß ich, da habe ich in der Preisliste immer schnell weitergeblättert, die sind auch tatsächlich relativ teuer. Ja. Und das ist dann auch die Frage, Markus, teuer, was muss ich denn anlegen für das Produkt? Ja, 799 ist der UVP, also ist schon eher obere Preisklasse. Okay, also da muss man sagen, 799, das ist üppig. Dazu geht es vielleicht noch ein paar Dinge zu wissen. Speichertechnisch, wie ist es da ausgestattet? Ja, mit einem 8 GB RAM und einem 256 GB Speicher. Onboard, okay. Also das ist ganz ordentlich. Ja. Und dann auch, glaube ich, nochmal erweiterbar mit der Speicherkarte, also Dual-SIM oder Hybrid-SIM. Genau, richtig. Ja. Und kann man da nochmal die Speicherkarte reinpacken. Ja, also ich bin wirklich gespannt auf eure Kommentare. Ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, dass man dieses Produkt wirklich in der Hand halten muss, weil es einfach vom Gewicht, von der Verarbeitung, vom Finish fairerweise was ganz Besonderes ist.
und ganz sicher jetzt keinen Anspruch hat und auch nicht haben kann, Markus, um ein Flaggschiff-Killer der etablierten Hersteller zu sein. Also es ist besonders leicht, es ist besonders robust, irgendwie von der Verwindung muss man sagen, ist also schon, fühlt sich super robust an, obwohl es so leicht ist. Und bin gespannt, wie ihr das kommentiert. Ist euch ein super designtes, mit neuen Werkstoffen verarbeitetes Telefon wichtiger als eine Quad-Kamera und vielleicht ein High-End-Prozessor? Welche Anwendungsfälle würdet ihr für so ein Telefon sehen? Also abends, wenn man dann bald wieder weg darf, um halt einen schlanken Begleiter zu haben. Ich freue mich sehr, wenn ihr es unten in den Kommentaren hinterlasst. Ja, Markus, das war was überraschend Neues. Vielen Dank. Ich bin gespannt, was du das nächste Mal mitbringst. Und damit ihr immer gut informiert seid, abonniert den Kanal, setzt die Glocke und lasst uns gerne auch ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.